Hallo und herzlich willkommen. Oh, jetzt macht er es mir kaputt gemacht. Und ich übersteuere total. Warum musst du eigentlich alles mal kaputt machen? Du hast gerade die perfekte Vorlage geliefert, ja? Nein, hab ich nicht. Jetzt fang an und ich will dich tot machen, du. Tot. Also herzlich willkommen bei der Remake-Mod. Schnauze! Weil er ist ja mit RAW noch so verbunden. Sag mal, was? Ja, du kannst den Remake nicht aussprechen, weil du immer an RAW denkst. Ja, genau, Remake, ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß nicht, was Remake ist. Kurs eingegeben. Deshalb kann ich Remake nicht aussprechen. Das ist ganz genau das, was ich das letzte Mal gesagt habe. Position markiert. Ionenantrieb aufgeladen. Einsatzbereit. Einheit wird hergestellt. Einheit wird produziert. So. Falsche Taste. Die Taste. Das heißt jetzt erstmal unseren wunderschönen, hässlichen Kackteils. Ey, die sind schön, ja? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Das ist jetzt der neue Inhalt der Folge. Mach mal weiter. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Legt einfach irgendein anderes Video drunter. Das kommt bestimmt ein guter Beat raus. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Was denn? Immer positiv bleiben. Ich verstehe nicht, warum warum sich ich hier unter Modder gedacht hat, das wäre eine tolle Idee, den Wert der Jäger an ihren eigenen Produktionswert zu koppeln. Erwarte Befehle, Sir. Eigentlich irgendwie dämlich. Also das Imperium halt einfach ganz relativ easy schneller sich ausbreiten, wenn man das Geld hätte. Aufrüstung läuft. Jetzt wird mich die schon wieder so mit dem Gelb anfangen. Gefechtsbereit. Feind entdeckt. Wart, was machst du denn da unten? Angriffsformation. Geh wegballern. Verstärkung unterwegs. Hui, guck mal, hi. Verzieh dich, das ist mir. Wo verziehst du dich? Fliege nervt. Jetzt fängt der halt hart an, ey. Ziel erfassen bei maximaler Feuerkraft. Bomber in Bereitschaft. La 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 la. Jetzt hat er ernsthaft diese Lust, dämlichen Drohnen gespawnt. Wie kannst du es wagen, mich so zu verraten? Ernsthaft, da unten auch? Nein, die ist teuer! Roger. Verzieh dich, die ist teuer! Deshalb, ja. Geh nach Hause. Boom, boom, boom. Ey, das ist scheiße von dir. Wieso? Du hast dich überall hin ausgebreitet, nix da. Erwarte Befehle. Nix da, das ist scheiße. Verfolgt die Nachtzügler. Weißt du, ich war mal sogar so nett und hab mich nur an eine Stelle, in eine Richtung hin ausgebreitet. Was macht der? Ja. Du gewinnst doch da unten. Ich weiß gar nicht, was du hast. Alter, wie viele Jäger hast du denn nachgespawnt? Keinen einzigen! So, mach doch das Ding dann kaputt, bitte. Donge. Dann das da. Mache Sterbi bitte einmal. Ernsthaft, du spawnst nach. Boah, wie unehrenhaft. Ne, keine Ahnung. Habe verstanden. Melde mich wie befohlen. Das ist eine DP-20, oder? Ja, natürlich. Boah, das ist eine DP-20. Der spawnt DP-20. Böse Sau. Orbitalkommando verfügbar. Sag mal. Du bist ja grauenhaft, ey. Ja, Sir. Man will hier nur in Ruhe seine Wirtschaft aufbauen. Von seiner von deiner Lieblingsfraktion und aus Neid, was macht der? Jawohl, der versucht einen wegzuballern, ne? Ja. Bereit.
Polizeigeschwader hier. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft, diese Neider, ey, immer. Kreuzer meldet sich. Einfach nur rumfliegen und macht alles kaputt. Wie kriegt das hin? Zack. Was, zack? Oh nein. Run, Boy, run! Beginne den Angriff. Thais hier. Einfach währenddessen permanent die ganzen TIE Fighter und so weiter wegböllern. Bereit für Befehl. Ach, komm, flieg zurück, Thais. Es ist nicht wert. Was? Nee. Eure Befehle ist ja noch nicht mal so eine Kloschüssel wert. Das ist jetzt aber ziemlich asozial von dir. Du bist asozial, was du hier alles gemacht hast. Das ist. Das verstößt ja schon fast gegen die Genfer Konvention. Nein. Klar. Weil ich bin die Genfer Konvention. So funktioniert das aber nicht. Doch, in meiner Welt schon. Teilgeschwader in Bereitschaft. Kannst du mich mal da unten in Ruhe lassen? Ich hab hier nichts getan. Hallo? Hör auf zu übersteuern! Nein! Oh, sorry Leute, aber ich kann mal. Ich regel mich mal wieder ein bisschen runter. Hallo, Test. Hi. Mal gucken. Ich weiß nicht, warum ich neuerdings immer so laut bin. Weißt du, früher, ich glaube, ich müsste mal wieder einen anderen Treiber installieren. Ich glaube, das ist ein Treiberproblem. Das Blöde wird dann sein, das im Nachhinein noch anzupassen. Aber so viel leiserer bin ich jetzt wirklich gar nicht. Cruiser reporting. Moving to attack range. Komm, Victory, beeilen dich. Aufbau beginnt. Aufrüstung läuft. Empfange Nachricht. Fahrzeug wird produziert. Das ist aber frech, was du da unten vorhast. Ready for action. Er ist ein ganz schwaches Schiff. Du bist ein schwaches Schiff. Deine Mutter ist ein schwaches Schiff. Full of weakness. Habe ich eigentlich noch Tartans? Ich habe keinen Tartans mehr. Ich bin nicht mehr. Ja, er hat weggeballert. Jetzt kommt er mit seiner Victory. Ist auch Silver, ne? Ja. Silver kommt hier angeflogen. Das finde ich ist aber nicht schön. Dass Silver ankommt? Ja. Konstruktion abgeschlossen. Die Raketenwerfer sind das Primärziel. Los, feuert mit deinen Raketen. Roger, bestätigt. Information. Achso, das Ding. Ready for action, sir. Aufrüstung abgeschlossen. Scheiße! Zögere Feuer für maximale Wirkung. Jetzt lags. Was spawnt er? Oh, das Ding. Comlink aktiv. Zielt auf die Laser. Bereit. Schon geil. Direkt fast tot. Ach, ernsthaft. Der gönnt einem nichts, der Junge. Der gönnt einem nichts. Unsere Schilde sind ausgefallen. Melde mich wie befohlen. Schaltet diese Raketenwerfer aus. Tartankreuzer hier. Greife an. Wisst ihr, damals, als es ist beim im Fach, ach, wie macht ach, man gute Sachen? Alter, ernsthaft, der Victory ist fast tot. Wir haben unsere Ionenkanonen zerstört. Bereit zum Dienst. Hast du ihn tot gespammt? Der Arme. Au. Du weißt doch, wie das ist mit dem Imperium. Das darf nicht an Geld kommen. Dein Leitspruch. Ja. Aber ich bin ja dann in der Regel der das sagt. Deshalb darf ich das. Funktioniert das nicht? Doch klar, so funktioniert das. Das ist die. So macht das das Imperium. Das hast du wohl noch nie verstanden, oder? Wo ist der denn hin? Aufrüstung läuft. Ernsthaft auch noch eine zweite. Oh. Ja. Thais hier. Weg mit diesen Jägern. Station bereit. Sternzerstörer hier.
Wieso tust du das? Wieso tust du mir das an? Wenn die böse sind. Ah, die sind nett. Sind lieb, nett. Nicht nur einfach Freunde, weißt du? Sie sind auf der Suche nach Freunden. Und was machst du, du egoistisches Arschloch? Du machst die alle kaputt. Das ist meine Aufgabe als Rebell. So funktioniert die Rebellendoktrine. Was? Nein. Es, die Rebellendoktrine ist, ist nett und freundlich, andere Menschen zu überzeugen. Aber du, du machst ja einfach nur Sachen kaputt. Das ist der Sinn. Das machst du ja da nicht. Sag mal, im How to be Rebell hast du einfach geschwänzt. Gib's zu. Ja. Schnallt sie ab. Komm, ihr seid. Das ist doch nicht wahrscheinlich. Erwarte Befehle. Weg mit den Tatens. Diese DP-20s, ey. Ich find sie toll. Ja, komisch. Außer wenn du gegen sie kämpfst. Dann findest du sie immer komischerweise ganz besonders kacke. Ja. Gefecht bereit. Mach die Bomber kaputt. Nee, lass mal. Alter, wie viele Thais. Geben alle sehr, sehr gute Ziele ab. Hi. Oh, da kommt es. Roger, bestätigt. Auf Angriffsposition. Da kommt ja mal was Interessantes an. La 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 la. Verstärkung unterwegs. Empfange Nachricht. Einheit wird produziert. Alter! Was? Verstärken Angriff. Roger, bestätigt. Information. Erwarte Befehle. Beginne Angriff. Ich versuche nur deine Jäger zu kontern. Mehr ist das nicht. Wir sind in Angriffsposition. Unterwegs zu den Koordinaten. Jetzt kommt der Starstreuer. Verstärkung unterwegs. Stark. Zerstörer in Bereitschaft. Der hat genug Feuerkraft, um das Ding, bevor er es abhauen kann, zu zerstören. Das finde ich sehr schön. Hup. So gut gemacht. Die Mine. Alter, wie viele Taten du da hast? Die Raketenwerfer sind das Primärziel. Ich habe insgesamt 4. Also hör auf zu meckern. Habe verstanden. Volle Kraft. Oh, Hallöchen. Sternzerstörer hier. Ah. Kreuzer meldet sich. Erwarte Befehle. Nähere mich dem Ziel. Meldung wird entschlüsselt. Fahrzeug wird produziert. Ich brauche mal wieder gespawnte Einheiten. Oh, hier. Verstanden. Dann mal los. Melde mich wie befohlen. Ziel gesichtet. Ja, Commander. Greife den Gegner an. Verlasse Formation. Die Schilde sind ausgefallen. Ich habe ja noch einen auf der Rückhand. Drehe bei. Hi. Erwarte Anweisungen. Angriff. More Damage Output. Habe verstanden. Ah, das ist Sorkor 443. Das hab ich eigentlich noch nie gebaut. Was für ein Ding? Sorkor. Konzentriere gesamtes Feuer auf die Raketenwerfer. Jetzt kommst du hier mit tonweise Nova Class an, kann das sein? Kennst du die noch? Sind doch toll, oder? Nova Class? Melde mich wie befohlen. Ja, klar. Das sind wunderschöne Schiffe. Die sind auch das Beste, was die Rebellen zu bieten haben. Ja, Sir. Dann los. Wählt eure Verstärkung. Boah, das spawnt immer mehr, kann das sein? Ja, jetzt kommt der immer mehr Einheiten an. Erwarte ihre Befehle. Ja. Zögere Beschuss für maximale Feuerkraft. Bleibt Information. Erwarte ihre Anweisung. Ich habe noch 2 Tatens. Was machst du mit meinen Tatens? Weiß ich nicht, ich konzentriere mich gerade nicht darauf. Ich finde es sehr lustig, dass die Turbolaser halt manchmal. Wie gesagt, ich bin total
angeimpft von, davon, wie die Mittelplattforms runtergeholt werden. Aber hier gegen so ein paar Subsysteme braucht der Sternzerstörer Ewigkeiten. Euer Befehl, Sir? Kreuzer meldet sich. Wählt eure Verstärkung. Zielkoordinaten bestätigt. Tartan-Kreuzer hier. Unsere Startrampe ist vernichtet. An Ihnen dran. Orbitalkommando verfügbar. Einheit wird produziert. Commander? Wählt eure Verstärkung. Die Schilder halten das nicht aus. Muss ich wieder DP-20s nachbauen? Nein. Feuer! Dann ob Taten ist das wahr. Was ist das denn da jetzt da oben? Roger, bestätigt. Tartan-Kreuzer hier. Wählt eure Verstärkung. Zu Befehl. Wir haben Ionenkanonen verloren. Einheit gelöscht. Scheiße, der zerstört meine Mine da oben. Finde ich das aber nicht sehr schön. Batterien online. Ja, ja, ist klar. Du hast dich da mittendrin rein festgezeckt. Jawohl, Commander. Die elende, nervige Zecke. Dann beschwerst du dich bei mir über irgendwas. Du hast aber vergessen, dass ich Jäger geholt habe, ne? Naja. Achso, da oben? Ja. Waffen bereit. Ja, Sir. Hm. Die nehmen gerade deine Schilde ziemlich schnell runter. Verstärkung unterwegs. Oh. Aufrüstung abgeschlossen. Ja, was denn? Das Ding spawnt keine Jäger. Hör auf, dich zu beschweren. Zu Befehl. Gegnerische Kreuzer hier. Weit in Reichweite. Ah, nice. Kann wieder was machen. Hm. Ach, komm schon. Bereit. So. Teigeschwader hier. Aua. Brauchte ich. Gefechtsbereit. Nein, brauchst du doch gar nicht. Naja, du greifst ja meine Minen an, ne? Was? Alter! Es ist einfach so, ja, also ich hab irgendeine Scheiße, deshalb muss ich jetzt nerven. Ja. Ich versuche jetzt Chancengleichheit zu liefern und dann kommt der da an, ey. Rebellion ist stark. Du bist schwach. Nein. Scheinbar schon. Hm. Alter, der hat ja auch noch schon fast die jetzt hat er schon die Schilde von dem runtergeholt. Melde mich wie befohlen. Weg mit diesem Turbolaser. Weg mit diesem Turbolaser. Weit in Reichweite. Verdammter Mist. Eure Befehle, Sir. Alle Jäger, Angriff. Mhm. Aufrüstung läuft. Meldung wird entschlüsselt. Aufrüstung abgeschlossen. Erwarte Befehle, Sir. Einsatzbereit. Hm. So. So, Taten, jetzt bist du dran. Tod dem Taten. Tod dem Taten? Wieso dem armen Taten? Weg. Teigeschwader in Bereitschaft. Lass doch dem armen Taten in Ruhe. Er hat seine Existenzberechtigung. Hat er nicht. Doch, klar hat er. Das sind überhaupt nicht viele TIE Fighter. Wird wohl Zeit, die wieder auszudünnen. Jetzt kommen die P-20s wieder. Ja, da hat er echt die P-20s wieder! Alter! Ich muss auch meine Sachen verteidigen. Vor Imperialismus. Was? Was? Du bist hier der Imperialist. Du hast dir alles gesnackt. Alles! Du hast ihn noch nicht mal die Wahl gelassen. Ich könnte mir auch mehr snacken von dir. Hallo, ich baue hier nur Sachen, um mein Hoheitsgebiet zu schützen. Das Problem weißt du, ist aber, der du Papst hast kein persönlich hat mir diese 5 Minen da unten zugesprochen. Davon habe ich nur 3. Und es ist meine heilige Aufgabe, diese Minen mir jetzt anzueignen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube, da müssen wir nochmal reden drüber. Ah, oh, Nova Class, ihr habt neues Ziel. Information. Wir haben sie in Sicht. Ah toll, trifft er gar nicht. Beginne mit dem Angriff. Vor allem wie die einfach nur rumschweben, voll witzig. Sie nähern sich schnell. Noch mehr Gegner. Ach, ach, das ist sogar mein Schiff. Ja, cool. Das wird mein Schiff ankommen, finde ich ziemlich frech.
Nee. Was, da merkt man einfach, dass du Selbstmordgedanken hast. Oder du schickst mich einfach in den Tod. Zerstörer hier. Naja, der kriegt schon auf die Fresse wie sonst was. Ja, weil du ihn umbringst. Du bringst dich selbst um. Ihr TIE Interceptor. Verstanden. Alter, nicht nur. Das ist ja echt hart, wie der Scherz schon auf die Fresse kriegt. Naja, da sind Nova Class. Ich weiß, wie ich mich gefühlt habe letztes Mal. Achtet auf feindliche Schiffe. Ah, die Turbolaser treffen überhaupt nicht. Aufrüstung abgeschlossen. Vor allem, ich baue noch nicht mal was nach, ne? Permanent. Ja. Meldet sich wie befohlen. Das ist eine sehr interessante Remake-Version aktuell. Verstärkung verfügbar. Hat zwar immer Ideen für seine Schiffe, ne? Die Novas, die solltest du mit Bombern zerstören. Ja, ich habe aber keine und ich baue ja keine. Ja, das ist der Fehler. Ja, nix der Fehler. Das ist die imperiale Doktrin. Aufs Maul kriegen in diesem Falle. Ich baue mal dieses Schiff. Ich habe es noch nie gesehen. Ich will wissen, was es ist. Den lustigen neuen Zerstörer. Befehle, Sir. Beginne Angriff. Die Schilde halten das nicht aus. Nähere mich bist eigentlich mit dem Stern. Weißt du, das ist ein ISD-2 und der kriegt kein einziges Schiff hier kaputt. Bereit für eure Befehle, Sir. Ich glaube, einer der nächsten Patchgründe ist auch, dass die Turbolaser ein bisschen genauer sind gegen, also nicht ein bisschen, sondern genauer sind gegen kleinere Schiffe. Ja, das finde ich auch gut so. Du merkst es selber gerade, ne? Ja. Ja, ich merke diesen wunderbaren Geschmack. So, und damit, guck mal, ich habe es immer noch hingekriegt, mich irgendwie zu halten. Oh, mal schauen, meiner Nova. Zieh dich zurück, mein Nova. Zieh dich mal zurück. Okay, hier, weißt, die Sekundärgeschütze, also die ganzen kleinen Sekundärgeschütze von dem Ding fallen ja gar nicht. Hui. Brauchen auch gar nicht erst in Reichweite zu kommen. Kusch. Bringt zwar nichts, aber egal. Ich hab gleich das Schiff fertig. Ich hab dafür nur 60.000 ausgegeben. Welches Schiff? Die Task Force 443. Oh, die ist hart. Die ist hart. Das sind um die 11 Venatoren. Jawoll! Die habe ich mal gebaut, ey. Die ist hart. Ja? Ja. Scheiße, die kostet 80. Ja. Schick diese Schiffe zu seiner Basis. Weapons online. Hui. Roger, bestätigt. Angriff. Teuer sind die? Das ist 5, das heißt 10 schon mal weg. Lass mal bitte meine Schiffe kaputt machen, das wäre sehr freundlich. Nee, da habe ich irgendwie ganz spontan überhaupt keine Lust mehr dazu. Nee, warum denn nicht? Ich weiß nicht warum. Vielleicht sollte ich mal meine ganzen DP-20s holen, ne? Alter, das kommt der Information. Weißt du, ich habe ja nur DP-20s gebaut, um meine Jägerhorde zu sichern, aber du machst das ja einfach, um arschig zu sein. Ja. Gib ich doch gerne zu. Was Scheiße. Wo habe ich denn so viele DP-20s hier unten? Wir sind auf jeden Fall zwei als, weil ich bin zwar die Rebellendoktrine. Ja, ja. So, ich habe irgendwo noch eine siebte. Wo bist du? Wo ist meine siebte? Da ist eine. In der Mitte sollten drei sein. Wir sind unterwegs. Fuck. Du bist es nicht. Schauen wir doch mal. Die noch, ach, da ist noch eine DP-20. Okay, versuchen wir mal was. Boom. Oh, neuer Progress Setter. Habe verstanden. Die ID-Klasse brauchst du nicht, oder? Die kleinen? Die ID. Doch. Warum brauchst du die denn? Das sind meine Sniper-Schiffe. Roger, bestätigt. Naja, da kann ruhig Sniper, mir egal. Melde mich wie befohlen. Eröffnet das Feuer. Weapons online. We are prepared to do that. We'll have them in a moment. Das ist echt geil. Ja. Die Nova-Klasse hat am Schildgenerator hinten einen Bug.
Ja, ich weiß. Information. Angriff auf dieses Ziel. Boom, boom. Du musst nur den Schildgenerator hinten zerstören und schon ist das ganze System, ja, weg. Das ganze Ding im Arsch. Aua. Nicht bei einem schönen Mon Calamari. Wieso nicht? Der ist schön. Wer hat das denn behauptet? Ich. Ja, du. Du glaubst okay, ja auch Schwachsinn. Es wird Zeit für den Sturm. Verstanden. Du weißt, dass das passieren wird, ja, oder? Jetzt werde ich sterben, aufgrund von Menatoren. Noch nicht. Ich wollte eigentlich die Might of the fucking... Keine Ahnung, mal zeigen. Hey, Mon Calamari fährt direkt gegen den Procrastinator, what the fuck? Ja, weil Mon Calamari-Schiffe nicht zum Angriff gedacht sind. Das sag ich aber auch jedes Mal, weißt du? Das ist das Lustige. Die Mon Calamari sind einfach nur zum Damage tanken, aber das kriegen die auch nicht gescheit hin, wie man sieht. Die Nova Glass frisst viel, viel mehr. Weil man sie halt einfach nicht trifft. Ich würde jetzt mal ganz kurz drauf achten, was so unter deinen Minen ist. Oh, nicht dein Ernst. Hast du nichts Besseres zu tun in deinem fucking... Die habe ich alle gebaut, um deine Taten zu kontern. Ja, ja, klar, weil ich auch so viele Taten hatte. Die verrecken schon Ralf nur allein Beiß. Im normalen Kampf. Also von Ralf daher. Beiß. Jawohl, Commander. Ich hasse Ralf es. Beiß. Ich hasse es dann irgendwann so heftig, Exploity zu spielen, weil, wie man sieht, die kleinen Dinger hier, die IEC-Class, sind weitaus effektiver als jedes andere Schiff, das ich hier hatte. Die Schilder halten das nicht aus. Einsatzbereit. Ich wollte schon sagen, schießt du gerade meine Raubschütze? Die Raketenwerfer sind das Primärziel. Ach, die sind ja auch endlich mal angekommen. By all means, my lord. Versuch deine Minen möglichst intakt zu lassen sogar. Es spawnt was Neues. Spawn was Großes. Wo ist es? Hi. Was? Oh, eine Sekita. Ja, hat direkt ein Subsystem verloren. Die Ionenkanone, ey. Ist auch geil. Boom, boom. Boom, boom. Vor allem die imperiale Sekita, da merkt man wirklich einen Unterschied. Die spawnt nur imperiale Einheiten. Ja. Finde ich cool. Verstanden. Alter, wie viele Bomber. Das ist so böse. Die Flunder ist ja im Prinzip echt nur dazu da, um zu flundern. Mehr macht die ja nicht. Fahrzeug wird produziert. Melde mich wie befohlen. Boah, diese ganzen kleinen Dinger, ey, die nerven. Boom, aber es kriegt so wenig. Du hast es geschafft! Jetzt kommt mein Tod, oder was? Na toll. Ja. Weißt du, was das Geile, also. Egal was ich jetzt mache. Naja, nee, egal was ich jetzt mache, ich habe verloren. Das könnte. Ja. Nee, jetzt lass mich mal ausreden. Ich möchte den Leuten erklären, warum, selbst wenn ich ein paar Venatoren oder eine ähnlich starke Flotte jetzt aufstellen könnte oder würde, möchte ich denen gerne erklären, warum ich verloren habe. Nämlich, wenn du 2-3 bestimmte Schiffe aus dieser Flotte zerstörst, dann fällst du wieder auf 0. Also auf 0 Popcap. Recht jetzt. Ja. Also das werde ich nicht exploiten, keine Sorge. Da konnte ich dann, hatte ich dann irgendwie noch 5 Venatoren und, ja, konnte dann noch weiter Schiffe spawnen. Es sind übrigens nur 10 Venatoren. Ja, nur. Ich glaube, die verbrauchen 8 das Stück, ne? Ja, deshalb brauchst du aus 80. Information. Meine Flunder stirbt. Diese ganzen Jäger und Arks. Ja. Der muss halt daran unbedingt was ändern, dass sie alle ein bisschen unterschiedlicher spawnen. Das geht mir so auf den Sack. Das sieht so ekelhaft aus. Ja, du musst dich deshalb mal bewegen. Ja, die Flunder muss sterben. Jawohl, Commander. Also die imperiale Flunder ist echt die schwächste Flunder. Eigentlich überhaupt nicht. Klar. Die republikanische Flunder ist weitaus besser, weil die halt weitaus bessere Jäger spawnen. Feuer frei. Weapons online. Wählt eure Verstärkung. Ich habe ihn. Freigeschwader hier. Upsi. Will das Ding? Brauche nämlich noch ein Screenshot. Sir, ich habe ihn.
Alter, wie die Schiffe zum Teil fliegen, das ist so behindert, ne? Alle Jäger! Handen! Ich dachte, ich krieg ja noch wenigstens deine Minen da unten kaputt, aber nein! Da bin ich auf meine Flunder sehr stolz! Oh Gott, jetzt fährt das Ding mitten rein. Ja, selber schuld, wenn du jetzt stirbst. Alter, bum bum, tot! Da freut sich Silver bestimmt. Nee, für ihn müssten das alles Victories gewesen sein. Es gab eine Victory-Flotte unter der Republik. Ja, aber hier jetzt keine. Das ist doch eine AED-Klasse. Ja, lass die. Jetzt flieht sie erstmal. Versucht zu fliehen. Lalilula, lalilula. Schaut die ganze Axt an. Das Ding versucht sich sogar gegen die Axt zu wehren. Boom, arg abgeknallt. Au, au, jetzt, ich glaube, gleich kriegt sie auf dem. Alter! Ich fühle mich nicht irgendwie wie das Imperium. Hilfe! Diese arme ID, Alter, ich würde niemals gerne der Kommandant sein von dieser ID. Hilfe! Weißt du, ich spawn das Ding auf einmal schwer in die Venatoren aus. Das ist doch eine ID-Klasse. Hilfe! Ich muss ja sagen, dass die Flunder weitaus mehr Schaden gemacht hat. Oh Gott! Überlebt ein Drive-By, lol. Lul? Hier, greife an. Orbitalkommando verfügbar. Oh, nur Flundern. Einheit gelöscht. Ja, genau, nee, am besten fange ich jetzt, machst du das auch wieder so wie ein richtig Imperialer. Fange jetzt mit Executor Execute an. Unsere Raumstation wird angekommen. Das würdest du nicht überleben. Ach nee. Weißt du warum? Ich könnte mir schon wieder eine Taskforce leisten. Oh Mann, ey. Weil ich auch echt nicht ich da unten gegen deine ganze scheiß Flotte da ankam. Das ist echt komisch geworden. Ja. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle als Imperialer. Und du sagst mir immer, man sollte kein Geld haben als Imperialer, ja? Ja, das war nämlich doch die alte Doktrin. Ich bin es inzwischen nicht mehr gewohnt, dass man Spiele und Mods so oft patcht. Empfange Nachricht. Ja, immerhin ist sie nicht tot, ne? Wer? Die Mod. Ja, ja, stimmt schon. Es ist ja auch noch nicht fertig, das ist es. Es gibt ja noch zu viele. Deine arme Mine da unten, die versucht sich stark zu wehren. Wird abgefangen. Ihr nehmt mir all mein Geld. Meldung wird entschlüsselt. Im Übrigen, für die, die sich fragen, warum ich wirklich hochgetaggt habe, obwohl ich nicht wirklich große Schiffe gebaut habe, außer die Flunder jetzt eben. Okay, Test. Ja doch, ich habe einige Tech 5 Stufe gebaut. Umso höher die Tech-Stufe der Raumstation ist, umso mehr Geld kriegt ihr auch. Raumstation beschädigt. Da gibt es nämlich einen Modifikator. Ob ich einen Venator wenigstens kaputt krieg? Ja, den kriegst du kaputt. Den einen da oben. Direkt neu bauen. Ich habe übrigens gerade 80.000. Ja, soll. Könnt ihr Pride anfangen? Ne, ich habe eine Exe. Ach ja, es ist ja die Lusankia. Ja. Ekelhaftes Drecksvieh. Wieso ekelhaftes Drecksvieh? Weil es vom Imperium geklaut wurde. Ja und? Ekelhaft. Kriegst du noch einen zweiten Venator eventuell kaputt? Die ganze Flotte hier ist von der Republik, also. Station bereit. Felbischen hat auch nichts selber aufgebaut. Hat auch ein vorhandenes System genommen, ist kaputt gemacht. Ist so angeschlagen, dann übernommen und seinen eigenen Scheiß draus gewurstelt. Der ging nicht in den Auto. Vor allem deine Mine da unten lebt immer noch. What? Ja, und? Ja, oh Gott, die hat sogar geschafft, die hat die ganzen Sachen abgewehrt. Läuft! Minenpower! Das sagt jetzt aber deine Raumschütze nicht mehr. Nee. Ich bin mit meiner Flunder bei 25%. Nee, jetzt bist du bei 45. 0. Ja, gleich nicht bei 0. Ja, das war doch eine schöne Folge, man hat mal was Neues gesehen. Was denn? Im Spam der Venator.
Stimmt, ich glaube, das wenn, dann habe ich das nur im Livestream gezeigt oder privat. Manchmal verwechsel ich schon inzwischen Sachen, die ich im Livestream gezeigt habe, von daher. Ja, Lost, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ja, auch nicht, ich weiß nicht. Ich habe mal die Doktrine vom No-Name angewandt, wenn ich mal Imperium gespielt habe auf der 2.0 und siehe da, die Rebellen sind haushoch überlegen. Naja, ich habe ja, nee, genau, du bist doch auch, ja, doch, du bist auch sehr stark auf Jäger gegangen. Nee, überhaupt nicht. Doch. Ich habe am Anfang ein paar Jäger gebaut, dann habe ich hast, ein paar... Ja, nee, du hast die Träger gebaut. Ja, zwei Stück. Ja, hat ja gereicht, ich habe die ja nicht kaputt bekommen. Ja, weil ich die V20s gespawnt habe noch. Als Begleitschiffe. Auch lustig, das Ding heißt hier Sim. Ein Sim. Du hast ein Sim gespawnt. Sims 4. Was ist Sim? Das steht hier bei deinen Verlusten Sims. Bei den Venatoren. Ah, da. Da, ja. Du hast ein Sim gespawnt. Ich glaube, das ist so wieder so ein typischer Nico-Fail. Oh, Mann. Und Missings. Ach. Also, du hast 4? Ich würde nie, also, nee, die Procrastinator würde ich nicht bauen. Ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Die sind stark, ja. Sie haben halt keine Jäger und die müssen erstmal durch die Schilde durchkommen. Ich bin eher ein Bevorzuger von der Victory. Das stimmt, aber ich glaube, der Damage Output von der ist gar nicht so hoch. Dafür muss er halt nicht durch den Schild, aber nix, aber. Doch, aber. Gegen jeder ist der Victory, glaube ich, weitaus besser auch. Naja. Ich finde den Procrastinator halt auch designtechnisch irgendwie besser. Ich weiß. Er vermittelt mir mehr das Gefühl, ein starkes Schiff zu sein als der Victory. Weil das Ding auch mehr irgendwie besser verteilte Subsysteme hat. Ich weiß es nicht. Basically. Ja, also das war eine kleine Fail-Runde von Remake. So kriegt man als Imperium halt hart aufs Maul. Jan hat sich das letzte Mal weitaus besser geschlagen, muss ich sagen. Danke. Ja, du hast ja auch, ja, du hast das wirklich besser hingekriegt. Und ich habe nicht die Minen währenddessen noch angegriffen. Natürlich. Nein. Alter, in der letzten Folge ging es nur darum, wer die Minen hat. Ja, aber du hast mich in der Mitte angegriffen, also habe ich mich nach unten noch verlagert. Ja, du hast auf die andere Seite angegriffen, da hast du nur immer die Minen gefokust. Nee, ich hab die Minenstellung überhaupt nicht angegriffen. Nein, das ist alles, das ist Fake News. Ja. Also, damit jetzt sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, gehabt euch wohl, bleibt mir treu, wiedersehen. Tschüss. Ciao.